Hallo Zuschauer, danke, dass ihr heute wieder den Weg zu meinem Kanal gefunden habt. Heute geht es um einen Panzer, den man meines Wissens nach schon einige Male sich verdienen konnte. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch diesen Panzer schon mal hat oder hatte oder schon hat oder schon hatte, weil im Jahr 2020, glaube ich, war das. Da konnte man sich den Panzer einmal erspielen. Da habe ich mir ihn erspielt. Dann konnte man sich das Jahr darauf, 2021, den Panzer schon zweimal erspielen. Oder allein im Jahr 2021 konnte man sich den zweimal erspielen. Und in diesem Jahr konnte man sich den auch nochmal erspielen. Das heißt, wer in den letzten 3 Jahren gespielt hat, kommt an dem Paladin nicht vorbei. Irgendwie, es sei denn, man hat genau in der Zeit nicht gespielt, wo man sich diesen Panzer holen konnte. Das muss dann aber auch irgendwie geplant sein. Und von fast all meinen Kumpels, mit denen ich das Spiel schon gespielt habe, oder generell mit vielen Leuten, mit denen ich das Spiel schon gespielt habe, die haben alle gesagt, dass der Paladin echt schwach ist. Dass er keinen Spaß macht, dass er echt schlecht ist, dass er nicht gut ist. Und das möchte ich jetzt hier so ein bisschen aufarbeiten, ob er denn wirklich so schlecht ist. Ich habe ihn vor 2, 3, 4 Monaten, glaube ich, gedreimarkt und habe ganze zweimal Panzers-Replays hingekriegt. Ein paar davor habe ich verloren irgendwie, die sind irgendwie abhanden gekommen. Aber tatsächlich hatte ich keine Überrunden, also keine super, super starken Runden, die niemand jemals wiederholen kann, sondern ich hatte wirklich nur Runden, die gut waren. Für Panzers-Runden. Ich hatte nur normale Panzers-Runden, will ich damit sagen. Und ja, was finde ich denn, ist denn so eine Schwierigkeit an diesem Panzer? Ihr habt gerade gesehen, der TNH hat uns einfach durch die Oberwanne geschossen. Da ist schon das erste Problem, die Panzerung. Für ein Heavy ist die Unterwanne Butter. Die Seitenpanzerung ist Papier. Und die Oberwanne ist jetzt auch nicht knüppelhart. Die ist eher so mittelhart, so. Das war geplant, natürlich. Ich wusste nämlich, dass ich die HP später nicht mehr brauche. Nein, keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Schon ein bisschen her, das Replay. Ihr seht ja auch, das ist schon ein altes Replay. Da gab es ja noch die Farbfilter. Ihr seht, alles ist so blau. Alles blau. Der Schnee sieht nicht aus wie Schnee, sieht eher aus wie blau. Naja, was auch immer ich hier gerade laber, kommen wir mal zu den Statistiken des Panzers. Der Durchschlag ist nämlich von dem Panzer recht gut. 226 auf der Standardmunition und 258 auf der Premium-Munition. Da kann man wirklich nichts mit falsch machen. Man ist halt auch nicht so wie bei anderen Panzern so viel auf Premium-Munition angewiesen. Das kennt man ja vielleicht vom KV-5, vom IS-6, dass man sehr viel Premium-Munition schießen muss. Das ist wirklich ein Panzer, mit dem man Credits verdienen kann, mit dem man halt nicht unbedingt Credits ausgibt, was die ganze Premium-Munition angeht, die man bezahlen muss. Aber natürlich nimmt man trotzdem Premium-Munition mit. Vor allem viel, weil man hat die halt auch schnell verschossen, weil dieser Panzer hat halt nur einen Alpha-Schaden von 230. Das ist sehr wenig. Naja, kommen wir mal weiter. Der Panzer hat 1500 HP. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Obwohl, das ist, glaube ich, eher so das untere Ende. Wenn ich so an 53 TP denke, der hat noch ein bisschen weniger. Aber man hat so viel Leben wie ein Tiger 1. Weniger Leben als ein Oni. Also mit seinem Leben sollte man schon ein bisschen vorsichtig umgehen. Weil davon hat man nicht unendlich. Das ist auch generell in jedem Panzer so. Passt einfach beim Paladin noch mal ein bisschen mehr darauf auf, weil man hat auf jeden Fall viel weniger Leben. Dann 10 Grad Gun Depression. Das heißt, man kann gut im Hügelkampf arbeiten oder generell, was unwegsames Gelände angeht. Das ist für den Paladin gar nicht mal so unwegsam, also man kommt trotzdem ganz gut damit klar. Und Mobilität ist
so mittelgut, würde ich sagen, mit seinen 36,3, wieso auch immer, 3 km/h Top Speed. Und das Leistungsgewicht ist 14,62, was nicht schlecht ist, was aber auch jetzt nicht super gut ist. Es ist ganz normal, würde ich sagen. Dann die Turmdrehgeschwindigkeit 35,44 und die Wanddrehgeschwindigkeit 28. Ist auch, glaube ich, nichts Besonderes. Dann kommen wir zur Kanone. Und das ist jetzt das, was wirklich zählt, würde ich mal sagen, bei einem Heavy. Ob der Panzer denn überhaupt irgendwas kann. So von wegen, ich mache meine Gegner fertig. Das Gunnenlang ist traumhaft. Also wirklich, die Kanone enttäuscht wirklich sehr, sehr selten. Bei meinem Setup komme ich auf 0,2 Genauigkeit. Nichts kommt dahinter, 0,2 einfach. Also 0,20. Das ist sehr genau. Die Einzelzeit ist 1,72. Also, man bleibt stehen, man ist fast sofort eingezielt. Das ist sehr angenehm. Bei einem Alpha-Schaden von 230, das ist sehr wenig. Das kennt man eher von den britischen Mediums. Und auch für den Medium-Panzer ist das schon recht wenig. Weil diese Centurion-Panzer, die haben ja auch für Mediums den niedrigsten Alpha-Schaden. Und ja, das auf einem Heavy, da kann ich schon verstehen, dass man dann sagt, ah, der Alpha-Schaden, der passt mir nicht so. Aber man hat 3,98 Sekunden Nachladezeit. Was dann halt schon sehr, sehr gut ist. Wirklich sehr gut ist. Dementsprechend hat man dann einen DPM von 3466. Also einiges an DPM. Von den Panzern, die ich hier stehen habe, und ich habe hier einige stehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 Panzer habe ich hier stehen. Und davon, also alles Heavys auf Stufe 8. Und davon hat der Paladin mit Abstand die beste DPM. 200 DPM mehr als der Kernevin, also der. Die Forschungsbaum-Variante, kann man fast sagen. Und ja, also DPM hat dieser Panzer wirklich sehr gut. Und wirklich sehr, sehr viel davon. Die Shell Velocity beträgt 1020 auf der Standardmunition, also ganz gut. Und auf der Prämunition 1275, also noch besser. Das ist wirklich sehr gut. Für die Munition eines Heavys, aber man hat ja halt auch die Medium-Kanone vom Centurion 5-1, vom Centurion Mark 1, vom Schlag mich tot, Huntsman, von Bellerophon, wie diese Panzer nicht alle heißen, sind gefühlt alle gleich, spielen sich alle gleich, sind alle nicht mein Fall. Aber den Paladin, den mochte ich eigentlich ganz gerne. Und die Sichtweite mit 452 ist auch nicht von schlechten Eltern. Damit kann man ordentlich was anstellen, man kann ordentlich was spotten. Und ja. Dann bin ich zu dem Panzer. Also, als ich den Panzer mir das erste Mal. Oder als ich den Panzer das erste Mal bekommen habe, habe ich mir gedacht: Oh mein Gott, was ist das für ein schlechter Panzer? Dann habe ich ihn wenige Monate später nochmal ausprobiert und hab mir dann gedacht, ah, der Panzer, der macht doch Spaß. Den finde ich doch gar nicht schlecht. Und dann habe ich ihn so ein Jahr oder so nicht mehr gespielt. Und dann habe ich ihn mal wieder ausgepackt. Und dann habe ich mir gedacht, wieso sagen alle, dass der so schlecht ist? Ich finde ihn eigentlich ganz gut. Man versucht halt vor allem jeden Hügel zu nutzen, den es geht. Man versucht auf jedes Kettenrad zu schießen, wie es geht. So wie wir es hier gerade auf dem ISM sehen. Wir schießen die ganze Zeit auf das Kettenrad, das heißt, er kommt da nicht weg. Er ist da gepinnt, sagen wir. Wir haben quasi mit unserer Kanone eine Pinnnadel in sein Kettenrad gesteckt und er kann da nicht mehr weg. Deswegen kriegen wir auch ein bisschen Unterstützungsschaden durch Tracking Assist, also durchs Zerstören der Kette. Das versucht man halt immer mit diesem Panzer zu erreichen. Und ja, wenn man das macht, kann man auch echt gute Runden haben.
Und man versucht halt, meiner Meinung nach, auch mit diesem Panzer überall hinzufahren, wo man Gun Depression einsetzen kann. Also wo man irgendwo Halldown stehen kann, wo man seine 10 Grad Gun Depression auch an den Mann bringen kann. Auf jeden Fall, ich sollte mal meine Sätze zu Ende bringen. Mann, als ich so angefangen habe, die britischen Heavies zu spielen, war ich dann irgendwann beim 7er und habe mir gedacht, oh mein Gott, was ein Schmutz. Ich muss da durch. Ich will den Super Conqueror haben. Habe ich mir den Canavan erforscht und ihn dann super lange nicht gespielt. Oder ich habe den Canavan dann auch gekauft, habe ihn eine Runde gespielt und ihn dann sehr, sehr lange nicht mehr angefasst. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da muss ich doch wenigstens irgendwie einen Panzer finden, wo ich die Besatzung mit trainieren kann. Habe ich meine Garage geguckt. Ja, Paladin und A43 Black Prince Prototype. Habe ich mir gedacht, ah, okay, dann... Da muss es wohl so sein. Ich bin ein paar Runden A43 dann gefahren, bis mir dann aufgefallen ist, ich habe mich für den falschen Panzer entschieden und bin dann doch lieber Paladin gefahren. Und war dann noch am Ende eigentlich ganz zufrieden. Er ist auf jeden Fall nicht für alle was. Es ist wirklich ein sehr, sehr spezieller Panzer. Ich kann absolut nachvollziehen, wenn man diesen Panzer nicht mag. Aber ich finde, eine Chance verdient er trotzdem. Ich habe gerade gesehen, die Shashka hat mir mit Standardmunition einfach durch die Oberwanne geschossen. Dementsprechend, ja, Fehler verzeiht dieser Panzer nicht. Oder nicht so gut wie manche andere Heavies, die ich euch hier schon gezeigt habe, wie es zum Beispiel ein VK-100 tut oder ein AMX M4. Das kann der Paladin einfach nicht. Der Paladin ist wirklich dazu da, genau seine Schüsse an den Mann zu bringen, schnell seine Schüsse an den Mann zu bringen und... nicht das zu machen, was der andere Paladin in unserem Team tut. Ja. Das war so ein kleiner Einblick in mein Paladin-Spielerlebnis. Wie gesagt, ich mag den Panzer eigentlich. Und ich hoffe, ich konnte hier den einen oder anderen begeistern, diesem Panzer doch vielleicht nochmal eine Chance zu geben. So schlecht ist er wirklich nicht. Aber das muss ja natürlich jeder für sich selber entscheiden. Dann kann ich vielleicht nochmal sagen, was ich darauf verbaut habe. Ich habe verbaut eine verbesserte Lüftung, einen verbesserten Nachlader und einen verbesserten, wie heißt das nochmal? Stabilisator. Und da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Naja, einfach um die DPM und das Gunhandling zu verbessern. Man kann auch anstatt den Stabilisator eine Optik mitnehmen und ich würde sagen, der Panzer, der lässt sich nicht einfach spielen, deswegen Skill-Anforderungen würde ich bei 7 machen und Spaßfaktor würde ich dann bei so 6 packen, weil es gibt bessere Panzer, aber er ist wirklich sehr solide und man muss ihn wirklich beherrschen können und sonst macht er halt nicht so viel Spaß. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen mit diesem Panzer in die Kommentare und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.